Vorsicht, es wird in 3 Sekunden laut. 3, 2, 1. Hörst du mich? Ja, es ist Donnerstag. Ich filme für Freitag, weil Freitag ist ein freier Tag und ein freier Tag ist alles anders und kein Schach. Dafür ist heute am Donnerstag die Weihnachtsfeier vom Schach. Ja, es ist alles ein bisschen kompliziert. Tatsache ist, dass ich hier kurz vor 21 Uhr in Marlenbach wegfahren möchte und wie an dem seht, ist das Auto inneneisig. Ja, das ist toll. Da kann man dann innen eiskratzen mit dem getauschten Eiskratzer. Ja, übrigens, baugleich zum zerbrochenen Eiskratzer ist. Hochdänische Dinge hier. Ich bin hochoptimistisch, dass ich innerhalb der nächsten 35 Stunden so weit klare Sicht habe, dass ich hier wegfahren kann. Ja, und dann haben wir gedacht, da rede ich mit euch. Eine Minute Einleitung. Ja, bitte. Ah, ich sehe, das ist außen gefroren. Und ich nehme wahr, dass wir zu wenig Frostschutz in der Scheibenwaschanlage haben, um diese Außeneisgeschichte zu lösen. Ja. Das macht nichts. Wir haben ja keinen Stress. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ich habe mir gedacht, ich filme jetzt mal. Denn ganz unter uns, es ist innen und außen, es ist unglaublich. Also Österreich, Schweden habe ich gehört. In Schweden soll das Klima gemäßigter sein und vor allem, und das ist das Wichtige, die Preise für Häuser sehr niedrig. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, da mal zu gucken. Was meint ihr? Sollen wir einen Schweden-Vlog machen? Zu den Rentieren? Warum nicht? Ja. Ich werde jetzt kein heißes Wasser über das Auto gießen. Ich bin ja nicht bescheuert. Ja, Situation ist folgende. Es ist jetzt Freitagabend. Also es ist Freitag. Es ist jetzt Donnerstagabend. Und die klare Botschaft ist, ich hole meinen Sohn, die am Weihnachtsfeier im Schach. Ja, warum nicht? Mein Sohn ist sehr sozial, muss ich sagen. Also, ich hatte in meiner Zeit nie irgendwelche sozialen Kontakte in diesem Alter. Von den Kontakten in der Sport- und Fitnessunion abgesehen, über die wir uns ja schon öfter unterhalten haben. Nicht wahr? Ja, die Sicht ist inzwischen absolut akzeptabel. Das Spannende ist, es hat gefroren. Das heißt, die Straßen sind jetzt wirklich eisglatt. Haben wir gedacht, nehme ich euch mit. Denn wenn die Straßen jetzt eisglatt sind, bedeutet das, dass wir live einen Unfall machen können. Mit Dashcam. Das war eine falsche Richtung, aber ihr wisst, das darf man nicht so eng sehen. Ich habe heute einen sehr schönen Tag hinter mir. Mit der kleinen Ausnahme, dass mir gerade richtig schlecht ist. Warum ist mir gerade richtig schlecht? Ja, ich hatte heute schon sehr viel Halsweh und Kopfweh. Habe schon einen Covid-Test hinter mich gebracht. Frei nach dem Motto, sicher ist sicher. Ja? Also sicher ist nicht sicher, aber besser irgendein Test als gar kein Test. Will ja nicht irgendwelche Leute damit was ansandeln, was nicht gerade eine normale Verkühlung ist. Meine Frau hat gekocht das Rotkraut mit den Semmelknödeln. Sie hat das gut gemacht, da habe ich gleich mal 4 Portionen gegessen. Und, ui, das ist aber ordentlich rutschig. Bist du fertig? So richtig rutschig. Huh, Auto rutscht. Ich sollte mal überlegen, ob man nicht über die Bundesstraße fährt. Und dann am Abend hat mich, nachdem ich meine Behördendokumentationsgeschichten gemacht habe, über viele Stunden heute, hat mich der Hunger getreten und ich habe mir gedacht, ja, bevor ich jetzt was nasch, hole ich mir was zu essen. Habe mir gedacht, hole ich mir ein Käsebrot. Das war so das Unschuldige, ja. Bin zum Kühlschrank, steht da drinnen eine Portion Spinat mit Kartoffeln, und zwar eine ordentliche Spinatportion mit Kartoffeln von gestern. Habe ich die Mikrowelle bemüht und habe mir das gewärmt und habe das auf einen Sitz zusammengefressen. Der Hund hat ziemlich gierig und neidisch geschaut.
muss ich jetzt sagen. Ich teste gerade, ob wie rutschig das wirklich ist. Habe ihm aber nichts gegeben davon. Ja, und dann war ich fertig mit dem. Wir haben gerade geschaut, LOL, also Last One Laughing. Die Season 2 sind wir gerade, die ist ein bisschen besser als die Season 1. Die 1 war relativ schwach. Ja, es ist Amazon Prime. Ihr wisst, ich habe im Moment finanziell keine Probleme und da habe ich mir den Streamingdienst von Amazon gegönnt und auch YouTube Premium. Frei nach dem Motto, lasst mich mit der depperten Werbung in Ruhe. Und es geht mir jetzt besser, das möchte ich ganz klar sagen. Das ist wirklich die 200 Euro im Jahr wert, pro Plattform, wenn man da Ruhe hat. Wenn man es sich leisten kann natürlich, ja. Aber dem Geld ist ja, was ich rauswerfe. Zurück zum Thema. Ja, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, jetzt hätte ich echt gern Keks, darf ich mal welche holen? Und zu meiner großen Irritation hat meine Frau ja gesagt. Und dann habe ich mir Vanillekipferl geholt, die Schaukelpferdkekse, die aber keine Schaukelpferdkekse sind, sondern irgendwelche anderen her. Und die Schokokussdinger, die sie heute gemacht hat. Und habe noch einen Haufen von denen gegessen. Natürlich mit einem Heferl Milch. Und das war keine gute Idee, denn jetzt ist mir schlecht, liebe Freunde der Blasmusik. Jetzt ist mir schlecht und zwar richtig. Dafür tut der Kopf weniger weh, aber da tut es wieder weh, obwohl ich heute keine Liegestütze. Ich erzähle euch über Liegestütze. War ja bei den Kraniosakral-Therapie-Geschichten, ihr wisst's. Und der hat ja meinen Söhnen und mir verschiedene Aufgaben gestellt. Mir ja diese Beinkreis-Geschichte, wo es so kracht. Da ist Nebel. Jetzt bin ich aber irritiert, so richtig Nebel. Mensch, wo sind wir denn? Sind wir da im tiefsten Urwald? Okay. Und dann haben wir irgendwie, sind wir auf Liegestütz gekommen. Ja, ich auch, der Kranial Sakral, Kranios, ihr wisst, was ich meine, hat gemeint, ja, wie viele Liegestützen schaffst du zum Sohn? Und er hat gesagt, gar keinen. Und recht hat er gehabt. Und ich habe gesagt, na, einen schaffe ich schon. Und dann habe ich mich bemüht und habe das probiert und schaffe einen Liegestütz, so halbwegs, ja. Prima. Und jetzt, da wir immer beim Vorlesen am Abend, haben wir uns auf die Erd und probieren Liegestütz. Und ich sage euch was, mit Bauchweh schaffe ich 3. Ja? Das ist doch was. Und ich habe jetzt den fixen Vorsatz, das hin und wieder zu machen. Ja, jetzt hast du geglaubt, jetzt kommt irgendein Vorsatz. Nö, Vorsatz kommt keiner. Denn ich habe vor ein paar Monaten gesagt, ich nasche jetzt nicht mehr. Ja? Ein Schasen nasche ich nicht mehr. Und das ist wichtig. Im Moment nasche ich besonders viel. Ich mache genau das, was sich der Körper wünscht, was das Essen betrifft. Denn nur so habe ich die Energie, mich auf diese Rechtsgeschichten einzulassen. Wenn ich irgendwann mal in 20 Jahren die Rechtsgeschichten hinter mir gelassen habe, dann werde ich mich wieder auf das konzentrieren. Und weil wir gerade so schön reden, sage ich euch noch, dass ich im Büro war. Und da hatte ich ja vor kurzem mal so ein Video gesehen über Infrarotheizungen. Und das große Blabla der Infrarotheizung ist ja, dass sie Wärme abgibt, aber nicht selbst heiß wird, sondern das, was sie anstrahlt. Steckt das Ding also heute testweise im Büro an, weil ich da die Buchhaltungsgeschichten einordnen wollte. Steck's an und fühl sofort auf den Händen Wärme und denk mal, geil! Sofort wird es warm. Du steckst es an und du hast einen merkbaren Unterschied mit 300 Watt. Das ist ein Riss. So. Haben wir eine Weile gewerkt. Und haben wir gedacht, jetzt muss ich mal testen, ob ich irgendwas spüre. Habe so am Tisch gefühlt und am Sessel. Nochmal die Hände hingehalten und ehrlich gesagt, habe ich nichts wahrgenommen. Und dann schaue ich mal, ist das Ding zwar in einer Steckdose, aber die Steckdose ist von meinem Servicestrom und gar nicht aufgedreht gewesen. Ha, das heißt, das, nein, Blödsinn, das war in einer Steckdose, aber der Tischverteiler war nicht eingesteckt.
Mit anderen Worten, das ist gar nicht gelaufen, so eine psychische Störung, dass ich das überhaupt wahrgenommen habe. Gut, habe es dann angesteckt. Muss sagen, so eine halbe Stunde später, die Leistung hat mir jetzt nicht sonderlich beeindruckt. Es ist nämlich nicht die Fläche, die es anstrahlt, ernsthaft warm, sprich Tisch, Sessel in unmittelbarer Nähe. Aber das Ding selber ist warm. Also es fühlt sich jetzt nicht nach einer ernsthaften Heizung an. Und so warm wie das Ding geworden ist, hätte ich sogar gesagt, das Ding ist nichts anderes als eine normale Widerstandsheizung. Weil die 300 Watt geben nicht viel mehr Wärme als... Das ist jetzt eine gefährliche Gegend, aber ich glaube, sie haben da ausreichend Salz gestreut. Das ist dieser steile Berg. Ich fahre mal auf Tuchfühlung. Aber nur rutscht dann... Also rutscht da überhaupt nicht. Gut, wir sind auch im Wald, da wird es noch nicht gefahren sein. Wo war ich? Ja. Also ich weiß nicht, ob es nicht nur eine normale Widerstandsheizung ist. Da bin ich nicht so im Klaren drüber. Jedenfalls ist es ein interessanter Erfahrungswert. Natürlich, ich habe dann zwei, drei Stunden sogar gewerkt, habe mir daneben ein interessantes Google Speaks, Google Talks, Google Talk Ding angehört von vor 6 Jahren, was zwar ein sehr intelligenter und einfallsreicher Mensch gemacht hat, aber offensichtlich nicht das eingetreten ist, was er vorher gesagt hat, weil 6 Jahre sind vergangen und nichts ist passiert. Egal. Es war auf jeden Fall so, dass mir im Büro trotz wenig Bewegung nicht wirklich kalt geworden ist. Also es hat schon irgendwas an und für sich. Sicher nicht das große Blabla, aber es ist besser als nichts. Das sage ich jetzt einmal so direkt. Ja, haben wir gedacht, erzähle ich euch das in aller Ruhe. Die Adventkalender haben wir eh bereits gefilmt und das Video ist spät gekommen, das wisst ihr eh, weil ich fort, ja, und so ein Schachturnier. So ist das, weit, weit fort. Ich weiß nicht, falls ich das Notebook mit habe, schneide ich es von unterwegs, aber ich bin noch gar nicht so sicher, ob ich bei dem Turnier durchgehend bleibe, weil was mache ich dort 8 Stunden? Da schicke ich eher meine Frau dann, um ihn abzuholen, dann hätte es aber eh wieder früh. Ich werde euch das dann noch sagen bei den YouTube-Vorschlägen, sofern ich nicht vergesse. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Dingsdibumsdi. Genießt den Feiertag, der ist ja schon wieder vorbei. Genießt das Wochenende, lasst es euch gut gehen und passt auf, dass euch beim Klotter es nicht auf die Goschen haut. Das ist das große Konzept. Hasta la vista. Herr Schmatz, das Auto schaut aber nicht nach dem Lego-Adventkalender. Ja. Zack, zack, wo sind wir? Heute ist der 27. Beim Karos 2. Das war vor 2 Jahren im Lego-Adventkalender. Ein Schneebaum. Den angepassten Kalender, schauen wir mal. Was gibt's wo? Die letzte nicht korrigierte Zahl. Nicht so schnell. Ach, ein Plastikwürfel, Quadrat, Doppelpyramiden-Ding. Aha, da schaut jemand heraus. Ah, graue Teile, wer hätte das gedacht? Du hast schon gefunden, die 8. Hab ich hier. Oh, ein Zettel, da freuen wir uns, da steht drauf. Hier wieder ein Suchspiel. Links. Ui, das du und deine Klaue. Na, das kann man aber schon lesen. Das Mikro stört sich. Was mit dem Mikro? Neben den Schöpfern. Ja! Über einen 8-seitigen Würfel. Bitte! Und das könnte halt ein bisschen länger dauern. Warum schaust du da rein? Weil die Schöpfer hier die sind. Die Schöpfer sind hier, stimmt ja. Oh ja, das sind Schöpfer und darum schaut sie da. Das ist links daneben. Das ist links daneben. Aber da ist... Und? Hast du es gefunden? Nein. Oh je, wo sind Schöpfer? Ich dachte nicht. Echt, das weißt du noch? Na sicher. Wow, ich bin stolz. Sie weiß noch, dass da Schöpfer sind. Ich bin begeistert. Schnell nach, sie ist schon weg. Da oben sind nämlich Schöpfer in der Kiste. Pick, Decora, Torta, Zirkus, dekorative Picks for Keks. Oh, ist das süß. Damit hast du nicht gerechnet. Nein? Ja, weil wir müssen die Frau überladen. Überladen. Tja, mit
Keine Ahnung, wie es funktioniert. Schaut die nach einer U-Platte aus, einfach. Oder? Nein, das sind. Das was ist nicht da zum nur Essen. Zwar? Nein, das ist mehr. Die sind nicht so zum Essen? Plastikdinger nicht zum Essen, zum nur reinstecken. Naja, hab wieder eine Enttäuschung. Was machst du? Die Pickel draufgeben. Na, schaut, du tust das immer rauf und runter. Oh. Er baut was. Jetzt setz dich aufs Sofa, du sollst die Adventskalender machen. Ja, ich. Mach ich ja. Ach, die Frau hat keine Hemmungen. Braucht man da das Telefon dazu, um die aufzumachen? Nein. Oder dein MacBook? Das schaut wie sie hat so eine Tasche für das MacBook, dass man gar nicht sieht, dass das am Sofa liegt. Das sind so diese. Schau, das wie ein Chamäleon. Ja, aber ab Montag sieht man es dann wieder. So ist es auch wieder nicht. Ja. Kerzen sollen heute leuchten in der dunklen Nacht. Der Wald mit Lampions geschmückt. Er strahlt in heller Pracht. Der Überraschungskalender. Tja, die Überraschung ist, dass du dich nicht aufkriegst. So schaut's aus. Eine Schokolade. Sind die jedes Mal dieselben? Ja. Also Lind, wirklich. Milka, die Freiheit nehme ich dir. Boah, Gewehr. Ein Schokobon. Das ist Gewehr. Warum tust du das immer rein? Sehr witzig. Also das habe ich schon als Dreijähriger verstanden, dass man die rausdrückt. Sehr, sehr witzig. Mini Elisen glasiert. Elisen? Das ist auch einer für dich, glaube ich. Was ist Elisen? Ich weiß es nicht, aber es ist irgendwann. Ei, warum verwendest du nicht den Daumen? Sehr witzig. Das weißt du ganz genau. Ach, das ist so einer. Die sind aber gut. Die mag ich. Meiner. Kriegst du nicht. Was Rundes. Na und? Na. Oh. So, was ist jetzt mit dem Teil? Warum ist das nicht dran gebaut? Ich kann es gerne dran bauen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube, das schaut ganz gut aus, was du da machst. Ich glaube, du kannst das nicht dran bauen. Go, Nino, go! Go, Nino, go! Hey, ist schon dran, super. Ja. Zeig mal her, das Ding. Wird ja ein super tolles, vollgesteintes Auto, hm? Ja, Herr Schmatz, wie schaut's aus? Oh, sie haben Gimpfel gebaut, schaut nach Riesenrad aus. Nein, nach der Tower Bridge. Tower Bridge? Da sind die Steher und da kommen die Seile hin und da kommt ein Boot unten drunter. YouTube-Vorschläge für den 8.12.2023 um 15.25 Uhr. Light Years Ahead von TNMOC. Three full recording studio setups under $150 von Podcast Age. Which is easier to pull, rail cars with road cars? Practical engineering. Quick start episode 5. Quusimio. Cathode ray dude. 7 test drive 3. DOS Adventkalender. Post gaming spielt. Rise Against the Spülmaschine, Saarländischer Rundfunk, der alte Knacker fährt, Pickel KFG Paragraph 57, Überprüfung beim MANÖF LU 200 von alten Knacker Schmatz, DE, wenn ich Bundeskanzler wäre, DE, Herr Anwalt Shorts und ein Shorty vom alten Knacker, ich ärgere meine Frau. 1, sie kocht gefüllte Nudeln, 69 Aufrufe, na bitte, das ist ja schon was. Ich bin entsprechend fertig, aber zu Hause. Und ihr kriegt das pünktlich. Ich bin begeistert. Schauen wir mal, was wir morgen besprechen. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann morgen. Sie sind die Dunkel.